Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Helmut Ermert. Wohnort ist Kirchen, auch genannt die Perle an der Sieg. Ich bin 1939 geboren. Nach Absolvierung der Schule habe ich eine Lehre in der damaligen Lokomotivfabrik Firma Arnold Jung in Kirchen absolviert. Zunächst als Maschinenschlosser. Ich habe mich früh gewerkschaftlich orientiert, war Jugendvertreter und später auch einige Jahre im Betriebsrat der Firma Arnold Jung, mit damals ja in der Spitze mit 1700 Beschäftigten. Durch meine verschiedenartigen Lehrgänge war ich motiviert und habe dann ein Hochschulstudium in Hamburg an der Hochschule für Wirtschaft und Politik absolviert. Und mit dem Abschluss nach 6 Semestern Wirtschaftswissenschaften als Diplom-Volkswirt. Und bin dann wieder zurück ins schöne Siegerland und habe am 5. Februar 1975 bei der Industriegewerkschaft Metall in Siegen begonnen. Ich war zunächst schwerpunktmäßig zuständig für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, aber darüber hinaus auch für alle anderen Dinge. Und habe dann bis zu meinem Ausscheiden, in den letzten Jahren war ich dann erster Bevollmächtigter der IG Metall in Siegen. Ja, in diesem Zusammenhang hat man natürlich vieles erlebt. Es war eine sehr aufregende Zeit hier im Siegerland. Das kann man rückschauend wohl sagen. Das Siegerland war ja immer bekannt als ein relativ großer Industriestandort. Und wir hatten als IG Metall zur damaligen Zeit eine Mitgliederzahl zwischen 27.000 und 28.000 und 200 Betriebe im Metallbereich mit Betriebsräte. Das hieß also eine große Aufgabe, diese Funktionäre alle zu betreuen. Es war so, dass der größte Betrieb innerhalb unseres Stadtbezirkes war natürlich das Stahlwerk in Geisweid. Und ich spreche jetzt immer nur vom Stahlwerk Geisweid. Ja, es war so, dass die Anzahl der Beschäftigten fast gleich war mit der Mitgliederzahl, die bei uns Mitglied waren in der IG Metall. Das hing auch damit zusammen, dass ein montan mitbestimmter Betrieb war. Und es war damals so, wenn man in einen solchen Betrieb eingetreten ist, dann hat man noch gleich die Mitgliedschaft in der IG Metall mit unterzeichnet. Ja, am Standort Siegenland in Geisweid waren zu damaliger Zeit ja, so etwas um 4.000, mal rauf, mal runter. Das lief noch in den 80er Jahren relativ gut in der Stahlindustrie. Es gab mal hin und wieder Probleme, aber dann kam ein Zeitpunkt, wo also in der Tat es brodelte. Aber nicht nur in Geisweid, sondern an allen Stahlstandorten der Bundesrepublik. Und ich kann mich noch erinnern an einen großen Bericht im Spiegel, das muss so Anfang 1993 gewesen sein. Da hat der Stahlboss Kromme, ich sage Stahlboss Kromme, Herr Kromme war damals der Vorstandsvorsitzende und war also so der Boss der deutschen Stahlindustrie, das kann man sagen. Wenn es was zur Stahlindustrie zu sagen gab, dann meldete sich Herr Kromme. Und hat dann der Öffentlichkeit kundgetan, dass es riesige Schwierigkeiten gibt in der gesamten deutschen Stahlindustrie, so konnte man das nachlesen. Das hing ja einmal damit zusammen mit Überkapazitäten in der Produktion und natürlich auch, das war auch die Zeit der Globalisierung, dass also aus Ausland Stahl nach Deutschland importiert wurde. Das war also eine recht schwierige Zeit. Ja, ganz natürlich war, als Herr Kromme dies so verkündet hatte, wurden natürlich in vielen weiteren Pressenberichten über die Stahlindustrie berichtet. Und das führte natürlich auch in unserer Region zu Aufruhr. Ja. Also bekamen wir eine riesige Anfrage, wie geht es jetzt weiter, was ist los? Die Betriebsräte und Vertrauensleute in dem Werk in Geisweid waren natürlich alle aufgeweckt.
was passiert jetzt? Und dann kann ich mich noch erinnern, dass also in einer Betriebsversammlung der Dr. Harnisch, so hieß der Vorstandsvorsitzende für diesen Bereich, dass Dr. Harnisch verkündet, dass womöglich alle Betriebe innerhalb des Konzerns zur Diskussion standen. Und das war natürlich ausschlaggebend für uns, die Aktivitäten zu überlegen. Es war angekündigt, es können alle sein, aber es wurde nie konkret. Das war so eine Strategie von Herrn Grumme, vermutet. Man kann man nur vermuten, kann man nicht nachweisen. Eine Strategie von Grumme. Es waren nicht von einer solchen Maßnahme, ich sag mal, die Beschäftigten nur betroffen. In diesem Zusammenhang wurde mir auch als Gewerkschaftsmann klar, dass mit einem solchen Unternehmen eine Fülle anderer Unternehmen in Gefahr kämen. Das ging von Zulieferern mit allen möglichen. Ich war plötzlich erstaunt, wie viel Holz noch in dem Betrieb gebraucht wurde für Paletten und für alles Mögliche. Also die Holzlieferanten waren in Gefahr. Die Speditionsunternehmen und bis hin zur Kneipe, die Einzelhändler. Es war ein Aufbäumen in der Region. Das war also ganz gewaltig, was da plötzlich sich initiierte. Und wir haben dann direkt überlegt, wie gehen wir vor. Als allererstes haben wir eine Großdemonstration veranstaltet. Und zwar ging das mit Zügen von Eichen aus. Eichen, das Werk in Eichen, war ja ebenfalls mit im Verbund von Krupp. Und mit Sonderzügen haben wir die Leute transportiert zum Bahnhof nach Siegen. Und dann sind ein langer, langer Zug durch die Stadt Siegen durch bis zum Kornmarkt hin. Im Kornmarkt war eine Großkundgebung. Es waren damals, das wurde von der Presse so mit 7.000, 8.000 Teilnehmer geschätzt, die sich hier am Kornmarktbereich versammelt hatten, um zu deutlich zu machen, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, hier kommt also etwas Großes auf diese Region, auf unser Stahlwerk in Greifswald zu. Ja, es war so, dass man in der Politik in Brüssel davon sprach, dass womöglich in der Bundesrepublik insgesamt bis 25.000 Arbeitsplätze abgeschafft werden sollen. Ja, wenige Tage nach diesen Aktionen, dann kam schon gleich die Nachricht, dass also konkret der Standort Siegen und Hagen war mit im Verbund mit Siegen, Hagen und Siegen zur Disposition stand. Nun gab es die ersten Überlegungen, dass jetzt was passieren musste, außerhalb dieser, neben dieser Demo, die eine große Wirkung hatte, aber man musste die Strategie überlegen. Eine Teil der Belegschaft und so, wir legen die Arbeit nieder, das haben wir auch nicht mitgemacht. Wir haben gesagt, als IG Metall und mit den betrieblichen Funktionären, wir müssen eine andere Strategie fahren. Wir müssen deutlich machen, dass wir überleben wollen. Wir wollen nicht stilllegen, wir wollen überleben. Insofern wurde eine ganz andere Strategie gefahren, als wie Arbeitsniederlegung wäre also in der Tat das Falsche gewesen. Es ging also darum, dass also eine riesige Solidarität entstand in der gesamten Region. Wir haben als IG Metall auch sofort alles Mögliche getan. Wir haben sofort die politischen Gremien, die sich hier in Siegen, das muss ich also ganz eindeutig sagen, großzügig gezeigt haben. Ich nenne nur mal die Bürgermeisterin, Frau Hilde Fiedler, den Stadtbürgermeister, den Landrat Walter Nienhagen und vor allen Dingen, der heute noch lebt, Oberkreisdirektor Karl-Heinz Forster. Für die war es alles ein Anliegen, hier aktiv zu werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten, um also diesen Standort zu erhalten. Wir haben dann sehr kurzfristig, das war alles noch im Februar, eine Stahlkonferenz im Rathaus durchgeführt. Ich glaube, es war hier oben noch in dem alten Rathaus, in dem historischen Saal. Ich kann mich erinnern, dass die
Stühle waren alle besetzt, es waren alle namhafte Vertreter aus der Region, waren also anwesend. Als zweiten großen Schritt wurde sofort eine ständige Mahnwache eingerichtet. Eine ständige Mahnwache heißt, es war ein Mahnfeuer, was am Tor 2 entzündet wurde. Es waren Tag und Nacht Kolleginnen und Kollegen an diesem Mahnfeuer anwesend. Und vorstellbar kann man sich, dass wenn die Medien darüber berichtet haben, es kamen Solidaritätskundgebungen, es kamen Gruppen, gesellschaftliche Gruppen aus Nordrhein-Westfalen und weit her aus den Regionen, um zu bekunden, dass sie alle bereit wären, diese Maßnahmen mit zu unterstützen. Man traf sich am Mahnfeuer und ich kann mich erinnern, ich bin an Ostern hingefahren mit meiner Frau und haben uns da auch engagiert. Wir hatten noch Ostereier mitgenommen für die Menschen. Und in der Osternacht, das fand ich auch eine ganz großartige Aktion, nun weiß ich aber nicht mehr, was das für eine katholische Kirche war, aber eine katholische Kirche hier aus Geisweit, ihre Osternachtsmesse verlegt an das Mahnfeuer und hat dort eine Osterkerze angezündet. Es waren viele Leute dort an dem späten Abend und zu gleicher Zeit brannte noch ein weiteres Feuer. Oben auf dem Schlackeberg, die Siegerländer nannten das den Monte Schlacco, dort hatte man auch ein großes Feuer errichtet, die ganze Nacht hindurch. Es war ebenfalls eine riesige Aktion. Es hatte sich auch dann ganz schnell ein Bürgerkomitee gegründet mit namhaften Bürgerinnen und Bürgern aus Siegen. Und viele, viele Bürger beteiligten sich, ja, warum Bürgerkomitee, um zu unterstützen mit vielfältigen Maßnahmen. Ich glaube, es waren so rund 150 Menschen, die sich dort zusammengetroffen haben und haben viele Veranstaltungen initiiert. Und ich kann mich auch erinnern, es wurde uns als IG Metall und insgesamt von der Stadt Siegen ein Mitarbeiter abgestellt, der uns helfen sollte, die ganzen Dinge zu organisieren. Ich will nur ein paar noch nennen, die mir dann so eingefallen sind in der Rückschau. Es gab einen Gottesdienst in der Talkirche, initiiert vom Kirchenkreis Siegen, so hieß es. Und die Kirche war voll den ganzen Tag über und das war auch erstmals in meinem Leben, dass ich auch noch auf einer Kanzel gestanden habe. Und das wurde also ebenfalls sehr gut angenommen. Es waren viele Aktionen. Ich nenne mal, die Schülerinnen und Schüler hatten an Gromme geschrieben. Das waren wohl so rund 10.000 Schreiben, die dann vom Bürgerkomitee initiiert wurden und wurden an Gromme geschickt, wo die Kinder dann nachfragten, wo sollen wir dann zukünftig vom Leben und so weiter und so fort. Ja, eine ebenfalls sehr gewaltige Aktion war auch, dass wir ein Autokorso gebildet haben. Und das war natürlich von uns aus eine riskante Angelegenheit. Wir haben uns mit den Hagener Kolleginnen und Kollegen kurzgeschlossen, haben gesagt, wir blockieren die A45. Und das war natürlich, wie machen wir das? Ja, ich weiß heute noch, dass ich mit meinem Kollegenkreis, haben wir gedacht, wie kriegen wir das denn hin, dass wir die Autobahn sperren? Wir sind also mit vielen Autos, mit LKWs, sogar die Expeditionsunternehmen haben sich beteiligt. Es waren rund 40 Autos, die in Geisweit gestartet sind, auf die A45 Richtung Lüdenscheid, also auf die Richtung Dortmund. Und wir haben dann mit vorne zwei Autos, PKWs, mit uns besetzt. Ich saß in dem einen Auto und mein Kollege Wetzel in dem anderen Auto. Und hinten das Gleiche, am Ende der Kolonne. Und auf ein Kommando hin haben wir die zweite Fahrbahn, sind wir ausgeschert, die zweite Fahrbahn zugemacht, hinten und vorne. Also auf der Fahrbahn Richtung Dortmund ging nichts mehr. Nun war diese Aktion, der Oberkreisdirektor wusste davon, der Oberkreisdirektor hatte
Bezirksregierung in Arnsberg informiert. Und plötzlich kreisten dann, als wir anhielten, über uns Hubschrauber. Ich kann Ihnen sagen, ja, es wurde mir mulmig. Ja. Hubschrauber und dann Polizei plötzlich auf der Autobahn, woher die kamen, ob die da aus den Seitentälern irgendwie auf die Autobahn gesprungen kamen, ich weiß es nicht. Ich kann mich nur noch erinnern, ich denke, was machen wir dann jetzt? Und ich bin dann ausgestiegen und auf die Fahrbahn gegangen und dann kreisten die Hubschrauber über mich her. Verlassen Sie die Autobahn, fahren Sie weiter. Und so ging das hin und her. Was machen Sie hier? Die wussten natürlich auch nicht konkret, wie sie vorgehen sollen. So hatte ich den Eindruck. Aber wir haben dann nach circa, weil von hinten uns telefonisch mitgeteilt wurde, die ganze Autobahn ist zu bis nach Siegen. Dann haben wir haben nachher geschätzt, waren es 8 Minuten oder waren es 10 Minuten, also um den Streich rum. Und dann sind wir weitergefahren und waren dann glücklich, dass sich das womöglich nach mehreren Stunden auflöst. Sinn und Zweck war natürlich nicht eine, ja, nicht nur die Behinderung, das war die Folge, aber Sinn und Zweck war, diese Region und die Menschen, die auf der Autobahn in irgendeiner Richtung waren, auch zu zeigen, hier wird demonstriert. Wir hatten eine Fülle von Transparenten gemacht, hergestellt. Wir hatten, ich glaube, es waren 10.000 Aufkleber. Die Region Siegerland muss bleiben, stand da drauf. Ja. Die Stahlregion Siegerland muss bleiben. Ich habe noch lange Jahre solche Aufkleber auf meinen Aktenordnern gehabt. Und alle Autos des Siegerlandes fuhren mit diesen Aufklebern. Das hat natürlich ganz gewaltig motiviert und ganz gewaltig die Menschen imponiert. Und das Bürgerkomitee, insbesondere an diese wurde ja auch die Aktion herangetragen. Vorsitzender des Bürgerkomitees war der damalige DGB-Kreisvorsitzende Willy Brase und einige andere namhafte Menschen. Und die haben viele Anfragen gehabt, wie können wir euch unterstützen, was können wir noch machen. Es gab dann eine riesige Lichterkette, die abends initiiert wurde von allen Menschen, und zwar nach einer Kundgebung am Tor 2, eine Lichterkette durch das ganze Siegtal Richtung Eichen. Wie weit die Lichterkette gegangen ist, ob wir bis nach Kreuzhahn gekommen sind, das mag ich heute nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls war das imponierend. Mit Fackeln, die ganzen Menschen standen an der Straße für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Das war alles schon eine gewaltige, gewaltige Organisation, die also in dieser relativ kurzen Zeit vonstatten ging im Siegerland. Natürlich waren wir immer in den Medien vertreten, zur Lokalzeit, im Fernsehen und. Die regionale Presse hat uns natürlich wohlwollend im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt. Es war ganz klar, es war eine ganz tolle Bewegung. Aufgrund, ich sag mal, der Mitbestimmung, das heißt, unsere Vertreter im Aufsichtsrat hatten natürlich alle Informationen, wie es dann weitergehen sollte. Und die endgültige Entscheidung nach diesen vielfältigen Aktionen, die natürlich genau beobachtet wurden, und Gromme mit seinen Mitarbeitern hatte natürlich alle Informationen, das war ja natürlich ganz klar, das war uns, das soll doch der Sinn der Sache sein, fiel dann, das war dann Ende April, fiel dann im Aufsichtsrat die Entscheidung, dass man Überlegungen hätte zu einem Mini-Edelstahlkonzept. Da war zunächst mal eine riesige Diskussion, was heißt das? Wie viele Arbeitsplätze bedeutet das? Und nach vielen Diskussionen und Sitzungen und Gesprächen kristallisierte sich dann heraus, dass also doch so rund 1000, etwas über 900 Arbeitsplätze, 940 waren es zunächst,
für den Standort hier in Geiswald erhalten werden sollten. Von rund 4.000, ja. Das heißt also im Klartext, wir hatten mit unseren Maßnahmen ein Drittel der Arbeitsplätze gerettet. Zunächst einmal gerettet mit einem Konzept eines Mini-Edelstahlwerkes. Es gab dann natürlich eine ganze Reihe Überlegungen und für unsere Betriebsräte vor Ort war es natürlich eine sehr schwierige Situation. Ist das die Lösung oder gibt es was anderes? Wir kamen zu der gemeinsamen Überlegung, dass also nach allem hin und her, nach allem, was gelaufen war, keine Möglichkeiten mehr gab, weder durch Fusion noch durch Umschichtung noch wie auch immer, mehr Arbeitsplätze zu erhalten. Und insofern wurde dann auch in einer Betriebsversammlung ganz klar, dass die Betriebsversammlung fand dann immer am Tor 2 statt, und wurde dran dargestellt. Und natürlich waren zunächst einmal viele Kolleginnen und Kollegen darüber geschockt. Sie hatten mehr erwartet. Aber man muss in der Gesamtbetrachtung, in der Gesamtstrategie natürlich überlegen, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und insofern wurde dann auch von den Betriebsräten und dem Aufsichtsrat dieses Mini-Konzept akzeptiert. Natürlich kamen dann auf die Betriebsräte eine Fülle von weiteren Aufgaben zu, denn sie mussten den Personalabbau natürlich bewerkstelligen. War ja vereinbart, keine betriebsbedingte Kündigungen, sondern alle Arbeitnehmer sollten über Sozialplan, Abfindungen, über Qualifizierungsmaßnahmen, Umschulungen, interne Konzernumschichtungen, sollten alle in irgendeiner Art und Weise bedient werden. Und das war eine Fülle von Arbeit, wie man sich vorstellen kann, dieses durch die Betriebsräte zu bewerkstelligen. Ja, dieses Edelstahlwerk hatte dann in der Tat 2004 960 Beschäftigte und es war noch ein Teil Leiharbeiter im Unternehmen, sodass man also sagen kann, aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der Betriebsräte, dieser Arbeitskampf hatte sich gelohnt. Er hatte sich gelohnt. Und ja, ich hatte ja sicherlich in der Zeit viel erlebt. Wir hatten eine Fülle von Konkursen, damals hieß es noch nicht Insolvenz, sondern Konkurs in der Region. Vor allen Dingen eine große Anzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir haben jetzt von Großunternehmen gesprochen, es waren viele kleine mittelständische Unternehmen, die also ins Schleudern geraten waren. Und da war natürlich die Fragestellung, wie kann man helfen, wenn finanzielle Probleme anstanden. Und ich muss sagen, wir hatten ja Politiker hier in der Region, die auch in Geiswald gearbeitet haben. Und zum Beispiel nenne ich da mal Loke Mernitzka. Und Loke Mernitzka war Mitglied des Landtages und ich hatte einen guten Mitarbeiter in der Sache, dass er immer für mich die Termine in Düsseldorf vereinbart und dann wir gemeinsam versucht haben, über Landesbürgschaften viele Unternehmen zu retten. Und da hat sich Loke Mernitzka einen großen Verdienst erworben über diese Dinge. Das lief immer sehr unkompliziert und reibungslos ab. Ja, zum Schluss, wenn wir zum Schluss kommen können, dann würde ich sagen, insgesamt, ich sagte schon, Arbeitsplätze gerettet. Und das erinnert mich immer an den alten gewerkschaftlichen Spruch. Wer kämpfen kann, kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren.